Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, wieder hier an der Ruhr zu sein. Ich habe viele Wahlkämpfe hier an der Ruhr bestritten. In früheren Jahren hat man mir immer gesagt, du kommst in das Herz der Sozialdemokratie, in die Herzkammer der Sozialdemokratie. Ich habe das immer so verstanden, das Herz der Ruhr schlägt links. Und weil das Herz der Ruhr links schlägt und weil die SPD nicht mehr links ist, muss die Linke jetzt in der Ruhr und am Rhein stark werden und in den Landtag von Nordrhein-Westfalen. Sie alle wissen, dass nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen Entscheidungen fallen. Entscheidungen darüber, wer bezahlt die Krise. Das ist das große Thema dieser Wahl. Über die landespolitischen Fragen hinaus. Und deshalb ist diese Wahl nicht nur eine Wahl für Nordrhein-Westfalen, sondern diese Wahl ist auch eine Wahl für ganz Deutschland. Viele Menschen schauen darauf, was passiert denn jetzt da? Und wenn da jetzt am Wahlabend beispielsweise wieder die CDU im Landtag wäre, die SPD im Landtag wäre, die FDP im Landtag wäre und die Grünen im Landtag wären und sonst nichts, ja, was hätte sich denn dann verändert? Das sind doch die Parteien, die für all die sozialen Schweinereien der letzten Jahre verantwortlich sind. Wir brauchen die Linke, damit sich etwas ändert in Deutschland. Und deshalb bitte ich Sie, machen Sie die Linke stark. Lassen Sie sich auch nicht beirren durch dieses Koalitionsgerede. Die erste Frage ist doch die, wie können wir den Sozialabbau in den nächsten Jahren verhindern? Und da gibt es jetzt eine kleine Chance. Da ist die Tür jetzt ein Spalt weit offen gegangen. Und diese kleine Chance besteht darin, dass wir in Nordrhein-Westfalen eine Regierung bekommen, die im Bundesrat den Sozialabbau ablehnt, die im Bundesrat die vorgesehene Kürzung bei der Rente ablehnt, die im Bundesrat die vorgesehenen weiteren Zuzahlungen bei Medikamenten oder anderen Leistungen der Krankenversicherung ablehnt, die im Bundesrat das Begehren der FDP, das Elterngeld wieder zu kürzen, ablehnt, die im Bundesrat sagt, es geht nicht, dass er die Kohlesubventionen weiter kürzt und Bergleute arbeitslos macht. Wir brauchen eine solche Regierung. Und jetzt stellen sich Grüne und SPD anmaßend hier hin und sagen, die Linke ist nicht regierungsfähig. Umgekehrt wird doch ein Schuh draus. Grüne und SPD waren nicht regierungsfähig, weil sie für Hartz IV verantwortlich sind. Sie waren nicht regierungsfähig, weil sie die Renten gekürzt haben. Sie waren nicht regierungsfähig, weil sie die Praxisgebühr eingeführt und Zuzahlungen beschlossen haben. Sie sind nicht regierungsfähig, weil sie die Bundeswehr in Kriege schicken. Nur mit der Linken werden die überhaupt normal und regierungsfähig. Sie brauchen uns als Aufpasser, sonst fallen Sie wieder um. Meine Bitte ist also, dass Sie alle bei all dem Frust, den viele Wählerinnen und Wähler seit vielen Jahren haben, erkennen, dass diese Wahl tatsächlich eine Chance bietet. Die Chance nämlich, die Sozialpolitik in Deutschland zu verändern. Und diese Chance kann nur realisiert werden, wenn es die Linke im Landtag gibt und wenn sie beim Votum über den Bundesrat irgendetwas mitzubestimmen hat. Was die anderen machen, haben sie bereits gezeigt. Ich habe mich gewundert, als ich gestern Abend, vielleicht hat die eine oder andere es gesehen, gehört habe, dass die Spitzenkandidatin der SPD, Frau Kraft, jetzt so gewettert hat gegen die Leiharbeit. Da hat sie ja recht. Und ich habe mich gewundert, dass sie jetzt so gewettert hat gegen befristete Arbeitsverträge. Da hat sie ja recht. Und ich habe mich gewundert, dass sie jetzt so gewettert hat gegen Minijobs. Da hat sie ja recht. Und ich habe mich gewundert, dass sie so gewettert hat gegen schlecht bezahlte Arbeitsplätze. Alles ist richtig. Und ich habe es anerkannt, dass sie gesagt hat, wir haben da große Fehler gemacht. Aber jetzt fehlt nur noch ein Schritt, dass sie fair ist und sagt, die Linke hat all diese Themen auf die Tagesordnung der deutschen Politik gesetzt
Und weil die Linke so beharrlich war, sind auch wir jetzt für Mindestlohn, sind auch wir jetzt gegen Leiharbeit, sind jetzt wir auch gegen befristete Arbeitsverträge. Das wäre doch eine faire und eine sachgemäße Diskussion. Und wenn man etwas an den Lebensbedingungen der Menschen verbessern will, dann muss man dieses Gesetz Hartz IV verändern. Und da gibt es eine ganz besondere Bestimmung, die sagt, du musst jede Arbeit annehmen, wenn du längere Zeit arbeitslos bist, sei sie noch so schlecht bezahlt. Und solange diese Bestimmung nicht gefallen ist, werden die Löhne in Deutschland weiter sinken, wird der Niedriglohnsektor in Deutschland immer größer werden. Und deshalb sind wir die einzige Partei, die sagt, Hartz IV muss weg. Wir lassen daran nicht rütteln. Wir stehen dafür. Und dann gibt es hier mit uns konkurrierenden Parteien einmal sagen, ihr seid doch schuld daran, dass die Familien immer mehr in Bedrängnis geraten. Warum? Junge Leute, die nur noch befristete Arbeitsverträge haben, die schlecht bezahlt werden, die nicht wissen, ob sie in ein paar Monaten noch Geld am Konto haben, die können doch gar keine Familie mehr gründen. Die anderen Parteien haben das doch alles angerichtet, diesen Schaden in den letzten Jahren. Und natürlich, Gregor Gysi hat mich ja gebeten, etwas dazu zu sagen. Es geht eben nicht nur um die Familien. Es geht auch um die Frage eben, wie leben unsere Menschen, wenn sie aufhören zu arbeiten. Und das ist das größte Verbrechen der letzten Jahre. Man hat die Rentenversicherung zerstört. Alle mit uns konkurrierenden Parteien. Ich verstehe bis zum heutigen Tag nicht, wieso es immer noch Rentnerinnen und Rentner gibt, die CDU wählen, FDP wählen, SPD oder Grüne. Die haben die Renten gekürzt. Die haben diese Riester-Rente auf den Weg gebracht. Die haben die Rentenversicherung privatisiert, das heißt, der Gewinnsucht der Versicherungen und so weiter ausgeliefert. Und was ist das Ergebnis? Bitte merken Sie sich diese eine Zahl. Wer heute 1.000 Euro hat, also im Niedriglohnsektor arbeitet, der hat einen Rentenanspruch von nur 400 Euro, wenn er 45 Jahre gearbeitet hat. Das haben die angerichtet. Wiederholen die Zahl noch einmal. Wer heute 1.000 Euro hat, das ist ja eine Größenordnung, Niedriglohnsektor, und wer 45 Jahre arbeitet, kriegt am Ende seines Lebens 400 Euro Rente. Das heißt also, genauso viel, weil er kommt dann die Grundsicherung, bekommt über 600, wie jemand, der nie im Leben gearbeitet hat. Und das ist ein Anschlag auf die Menschenwürde derjenigen, die ein Leben lang die Knochen hingehalten haben. Verantwortlich CDU, SPD, Grüne und FDP selbstverständlich. Und wenn es keinen Grund gäbe, die Linke zu unterstützen, dann ist es der, wir werden nicht Ruhe geben, bis die Rentenformel geändert ist. Und wir haben immer wieder gesagt, wir werden auch in keiner Regierung teilnehmen, die nicht diese unwürdige Rentenformel endlich vom Tisch nimmt. Das ist eine Bedingung, damit wir überhaupt bereit sind, mit anderen zusammenzuarbeiten. Ich weiß, dass viele skeptisch sind. Ich lese auch die Umfragen, wo viele Menschen sagen, wir können doch nichts ändern an der Politik. Die machen ja doch, was sie wollen. Aber bitte, Sie haben das, ihr habt das in den letzten Jahren gesehen. Seitdem es die Linke gibt, hat sich zwar die Politik noch nicht fundamental verändert, aber die anderen werden langsam wach. Sie entdecken wieder die sozialen Themen. Und das ist doch der Beweis dafür, dass die Stimme für die Linke nicht in den Papierkorb wandert, sondern es verändert was in diesem Land. Sie lässt die anderen aufhorchen und sie macht sie letztendlich sozialer. Und ich prophezeie hier eines: Eines Tages wird der Krieg in Afghanistan beendet werden und wir werden auch den Sozialabbau in der Bundesrepublik stoppen. Aber dazu brauchen wir eine starke Linke und Sie können dabei mithelfen. In diesem Sinne, Glück auf und vielen Dank, dass Sie hier waren.